Hallo ihr Lieben, heute geht's um Petit versus Plus Size. Jules vertritt heute Plus Size slash Curve. Mhm. Ich bin Petit. Klein. Ich bin klein. Werbung Nummer 1. Ich finde ja, dass die Plus Size Werbung geiler ausschaut. Die war auch deutlich viel anstrengender, würde ich behaupten. Also das war das Schwierigste von allen, sich da so wirklich in diese Pose so richtig reinzumogeln. Die hier? Ja. Ich sag doch, das ist nicht so einfach, so ein Bild nachzustellen. Was sagst du? Findest du die Plus-Size oder die Petit-Werbung in dem Fall besser? Ich finde beide gut. Ich finde, das Model Petit hat einen coolen, lässigen Blick auch drauf. Passt, finde ich, aber gar nicht zum Kleid. Ich finde, dass das Kleid bei der Plus-Size, beim Plus-Size-Model richtig gut passt. Und das, also ich habe das Gefühl, das ist ein Fit. Schauen wir mal, ob es in der Realität ausschaut. Richtig. Ich würde es vielleicht nicht als Brautjungfernkleid empfehlen, aber ich sage mal so, auf meiner Hochzeit hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn jemand es tragen würde. Es hat sich auf jeden Fall zu eng angefühlt. Es hat sich definitiv hier, also gerade so unter der Brust rum, da war es dann so, okay, lieber nicht atmen. Jules sollte mir das Kleid zumachen und sie so, nein, es geht nicht zu, Hannah. Ich so, come on, do it. Hol mal, wir haben nur dieses eine Kleid. Ich muss sagen, ich finde es süß, aber ich weiß nicht, ob du das hattest. Ich war darin gar nicht beweglich. Du warst nicht beweglich? Die Arme wie so ein Roboter. Ich konnte eigentlich nur nach vorne, weil sonst klappt das nicht. Nee, das hatte ich überhaupt nicht. Das hattest du nicht, aber nee, so das hatte ich gar nicht. Ich war ganz flexibel. Das hier fand ich so komisch, dieser Vorhang hier. Was? Also ich finde den ja gut. Ich mochte meine Arme immer nicht gern zeigen. Mhm. Und dann bin ich froh, wenn da was rüber guckt. Und das wenn das so leicht transparent ist, über die Arme, ja. An dir gefällt es mir 1000-mal besser als an mir. Es passt, finde ich, echt gut, ja, zu dem Curvy. Würdest du es behalten? Nein, gibt schönere. Ja, auf jeden Fall. Nächste Werbung. Ich mag beide gleich gerne, weil ich finde sie beide so sehr stark. Sie haben beide so einen coolen Blick. Bei der Plus-Size-Version finde ich tatsächlich, ich mag den Arm, dass der so vorsteht. Das ist noch so ein bisschen... Ich finde es sehr, sehr geil, dass Asos sowas überhaupt anbietet. Das gleiche Outfit für Petit, ja, wie für Curvy. Ich bin so dankbar, dass es das gibt. Man sieht wieder so schön, dass es echt nicht drauf ankommt, was für eine Körpergröße oder Körperform du hast. Es kann halt das gleiche Outfit trotzdem an beiden super gut aussehen. Auf jeden Fall sehen die Hosenanzüge ganz geil aus. Also dieser Anzug sieht ganz geil aus. Ist der in der Realität auch so gut? Die Hose. Danke. Die sind elend. Das ist ein Elend. Das ist elend. Muss man so sagen. Ich habe sie angezogen und meinte, du bist so, ja, hat sich das bei dir auch so angefühlt wie so ein Duschvorhang? Und angenommen, die könnte hier so locker schwebend sitzen, dann legt die sich so auf die Haut und will nicht weg. Hat es bei dir auch im Intimbereich so einen richtig schönen engen... Ja, so eingeschnitten. So richtig eingeschnitten. Mhm. Und bei mir ist ja noch mein Bauch. Der Plautius, der hat da noch rausgeguckt und das mag der nicht. Der möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Und dieses hier ist an der Seite, die Öffnung. Warum? Irgendwas ist auf jeden Fall schief gelaufen. Sind also wir uns einig. Es ist auf jeden Fall ein super neuer Knast-Look. Ich finde den Look cool. Ich auch. Das steht nicht falsch. Und es sieht halt dadurch, dass es so unten so eng anschnitt aus wie eine Windel. Den Blazer wiederum finde ich sehr gut. Den können wir gerne lobend herausstellen. Und ich muss sagen, guck mal, bei uns beiden ist die Länge schön geschnitten worden. Ja. Also das ist wirklich, und was ich geil finde, ist, dass er so lang ist, der Blazer. Ja, bei mir auch. Also er geht so lang runter. Das Oberteil, war das bei dir auch wie ein Kleid? Nee, war ein T-Shirt. Bei mir war das ein Kleid. Ah. Ich habe sogar alles andere ausgezogen und bin dann damit rumgelaufen, wie mit einem Kleid. Also Blazer und Oberteil gehen. Hose ist... Ja, tut mir leid. No go. Obwohl die Hose so scheiße war, haben wir das Foto dann ganz gut hingekriegt. Ja, und ich finde auch Plauzi, man sieht ihn nicht so doll, er hat sich gut hinten angestellt. Man sieht Plauzi gar nicht, aber ich meine, Plauzi ist doch auch cool. Sis ist Plautius. Kennt ihr schon? Hast du auch einen Namen für deinen Bauch? Bauch. Oh. Manchmal sage ich auch Bauchi. Oh, süß. Ja. Habt ihr auch einen Begriff für euren Bauch? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder habt ihr irgendeinen anderen... Nee. Ein anderes Körperteil? Oh nein, das wird zu weit. Das ist ein richtiges Brautjungfernkleid. Wir hatten es eben schon gesagt, das wird jeder Frau stehen. Ich finde auch. Also das steht jeder Frau, jede Haarfarbe, jede Hautfarbe, jeder Körpertyp. Ich finde es cool in der Werbung. In dem Fall mag ich die Petit-Werbung noch ein bisschen lieber, weil ich mag ihre Frisur einfach lieber. Ich auch. Ich finde, die sieht schön aus. Finde ich auch super hübsch. So, die hat die Blümchen noch vorne drin. Wenn man schon eine Hochsteckfrisur macht, finde ich, dann sollte die auch geil aussehen, gerade für eine Hochzeit. Und nicht so, wenn ich beim Zähneputzen meine Haare zusammenbinde. Bisschen schaut so aus. Ja. Das ist mir ein bisschen wenig festlich. Ich finde halt, das Kleid braucht auch so eine elegante, festliche Frisur. Welche Werbung findest du besser? Auch Petit. Das Plus-Size-Bild ist halt auch angeschnitten. Ist auch so wie, müssen wir da was wegschneiden? Warum? Ich finde auch, dass die Pose bei Petit sehr viel entspannter ist. Ja. Schauen wir es mal in echt an. Im echt. Ich finde das Kleid mega schön. Mit offenen Haaren finde ich es super gut. Ich habe mir die Haare natürlich hochgebunden fürs Foto. Ja, hättest du sonst nicht gemacht? Nein, hätte ich nicht gemacht. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen unwohl gefühlt. Und ich fand die Pose so krass weird. Die Pose sieht halt auch so ein bisschen unwohl aus. Ja. Das ist halt, manchmal sind die Posen unwohl. Mein Arm ist vielleicht ein bisschen kürzer. Oder dann wirkt das ganz anders. Ja. Oder meine Oberweite ist viel größer, wie in diesem Fall. Und deswegen sitzt das einfach hier. Und bei dir sitzt dann vielleicht eher weiter unten. Der Ausschnitt? Ja, genau. Ich habe mich eigentlich gut drin gefühlt, vor allen Dingen, also ich fand es halt, es saß halt oben nicht eng, aber gut. Mhm. Und dann ist es aber, fängt es ja hier schon an, dass es weiter wird. Ja. Das heißt,
Du kannst halt auch gut deine Plauze raushängen lassen. Aber also im Sinne von nichts drückt deine Plauze ein. Und ich liebe Tüll. Wie schön ist dieses Tüll? Wie der auch fällt. Das erinnert mich ein bisschen an mein Hochzeitskleid. Verrätst du schon? Spoilerst du schon? Ein bisschen. Schaut mal bei Moin Liz, die mein schönes Kleid macht, vorbei. Oh. Geil, wir sollten das beide behalten. Und als Pailletten-Sisters gehen. Wohin? Ich weiß nicht, wohin. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr für die jeweiligen Outfits geben würdet. Pailletten-Sisters haben den Auftritt. Pailletten-Sisters. Nächste Werbung. Leo. Oh. Hier mag ich eindeutig die Pose des Petite-Models viel lieber. Das ist so mega cool, wie das so schwingt. Ich finde, dass die Curvy so steif steht. Ja, war es auch. War auch eine anstrengende Pose, wo ich mich wieder gefragt habe, woher kommt diese Pose? Wie kommt man darauf, so zu stehen? Und hast du ihren Blick mal gesehen? Ich finde, ihr Blick ist halt so süß, aber ja, cool, sie lächelt ja, so. Ja, aber so sehr so, das ist sehr unangenehm und anstrengend. Die andere, boah, das ist schon ganz schön lässig. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Passt auch zum Kleid. Das ist so ein Schwingerkleid. Und es ist ein süßes Kleid. Voll. Und dann mag ich es wieder, weil sie macht so ein bisschen cool und lässig das Kleid. Und das ist genau die richtige Mischung. Okay, Outfit. Geil. Geil. Nein, ich find's geil. Das ist dieses Aussagen. Geil. Ich bin großer Fan von den Ärmeln, dass die auch wieder ein bisschen länger sind und es ist so ein luftiges Kleid. Aber ich finde auch, bei dir kann es noch mal ein bisschen enger, also um deine Kurven noch mal so ein bisschen mehr so zu betonen. Ich finde aber auch, dass es bei dir sehr gut aussieht. Also ich würde es mir jetzt nicht kaufen, glaube ich. Vielleicht stört mich doch, dass es relativ hell ist, weißt du, und dass es so hautfarben aussieht und heller Haut und blond. Ist vielleicht zu deinen dunklen Haaren noch geiler, muss ich sagen. Danke. Dieses Babydoll, manchmal finde ich Babydoll cool und manchmal schneidet es die Brüste, finde ich so... Oh, so unten rum. Hallo. Manchmal schneidet es so unten noch. So, genau, so an den Brüsten. Manchmal du hast auf jeden Fall mich jetzt mit den Händen ausgemessen. Du weißt jetzt, was du... Ja, ich habe auch so kleine Hände, deswegen muss ich ganz auftatschen, bis ich mal... Ich weiß, was du meinst, dann schneidest du unten drunter ab und dann guckst du die Hälfte raus und es wirkt dann so ganz komisch. Ja, das ist so eine ganz komische Form, ungünstige so von der Form Seite. Dann steht das so ab. Das ist tatsächlich auch im Plus-Size-Bereich gerade total oft so, dass ich Kleider da nicht tragen kann, weil die genau, wie du es gerade beschrieben hast, sitzen. Ja. Dann bin ich ganz enttäuscht, aber ich muss sagen, hier ist es... Ich fand es ganz gut. Bei dir fand ich das jetzt auch gar nicht so. Ich habe es bei mir, war ich da so ein bisschen unsicher. Ich fand tatsächlich dein Posing mega geil. Als ich so gesehen habe, dachte ich mir, boah, du wirst das nächste Asos Petite Model. Also der Blick und das war on point. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Danke. Falls ihr Jules noch nicht folgt, dann das jetzt direkt machen auf ihren Brüsten. Sorry, das war gerade nicht meine Absicht. Aber hier könnt ihr Jules Kanal abonnieren. Macht das sehr gerne. Und wenn ihr noch mehr Werbung versus Realität mit der lieben Hannah sehen wollt, schaut auf jeden Fall hier vorbei. Genau. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Aber jetzt ganz schnell klicken. Bis nächste Woche. Tschüss. Bussi, baba.